vor 1000 Jahren üblich war, gab es immer für die hohen Herren Bekleidung zum Pferd. So natürlich auch heute hier beim Umzug im 1000-Jährigen von Hüttlingen. Die Pferde vorneweg und im Hinter. Ganz da oben sieht man dann den Hofstaat mit der neuen Königin von Hüttlingen, Frau Rettmeier. Frau Bürgermeisterin, Frau Rettenmeier und natürlich, wer schon erkannt hat, Günter Enzle, der 22 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde gelenkt hat und sein Zepter weitergegeben hat an die Frau Rettenmeier. Herzlich willkommen hier in der Barstraße. Nächstes sind wir im Partnerschaftsverein Cortignola e.V. Hüttlingen. In Anbetracht der langjährigen kollegialen Zusammenarbeit zwischen dem Ostalbkreis und der Provinz Ravenna beschließen die Gemeinderäte von Cortignola und Hüttlingen, eine Partnerschaft zu begründen. Überzeugt waren Kulturen und Traditionen dauerhaft und freundschaftliche Beziehungen fördert. Nächstes sehen wir die Feuerwehr Hüttlingen, denen scheint sehr heiß zu sein. Ich bitte hier in der Technik nicht herzuspritzen, sonst gibt es Kurzschluss. Wenn man hier das Fahrzeug anguckt, wie man früher hat löschen müssen, so viel Wasser passt da gar nicht rein, zwar wirklich nicht schwere Handarbeit, damit da Wasser kommen kann. Aus einem Gemeinderatsbericht aus dem Jahr 1827 ist zu entnehmen, dass zu dieser Zeit bereits eine Pflichtfeuerwehr ins Leben gerufen wurde und eine fahrbare Feuerspritze angeschafft werden sollte, welche auch kurz darauf für 386 Gulden käuflich erworben wurde. Am 1.4.1912 wurde dann die heutige Freiwillige Feuerwehr vom damaligen Bürgermeister gegründet. Freiwillig sein heißt, dass man unzählige Stunden für Ausbildungszeit, Trainingszeit und Einsätzen unentgeltlich ableistet und hier oft nicht bei seiner Familie und seinen Kindern sein kann. Alleine am Wochenende des 1. Juni haben sie sich für unsere Sicherheit bei der Hochwasserlage die Nächte um die Ohren geschlagen. Herzlichen Dank hierfür an alle Ehrenamtlichen. Sehen wir das Kinderhaus Archenoa. Das sechsgrübige Kinderhaus mit Kinderkrippen liegt im Wohngebiet Heiligenwesen in Richtung Wasseralfingen. Es wurde im Januar 2010 neu eröffnet. Mit seinem großen Garten und der selbst erbauten Archenoa bietet es Platz für Kinder ab einem Jahr. Heute zeigen sie uns, wie es früher bei den Römern war und wie man damals gekleidet war. Und den Kampf haben. Und alle. Und
Also wie man schon ein bisschen hören kann, kommt als nächstes ein Musikverein, und zwar der Musikverein Hüttlingen e.V. Unter der Leitung von Erwin Schwichtenberg bildet der Verein eines der erfolgreichsten Oberstufenblasorchester mit rund 80 aktiven Musikern und Musikerinnen. Blasmusik ebenso wie Stimmungs- und Unterhaltungsmusik bis hin zur traditionellen Marschmusik. Nächstes Jahr kann der Verein auf 100 Jahre Musizieren zurückblicken. Vom 23.05. bis 25.05. wird der Musikverein dies gebührend mit dem Kreismusikfest feiern. Also gleich vormorgen. Und wie man an der Mütze sieht, gut auf, gut drauf. St. Josef. Der zweigrübige Kindergarten blickt auf eine lange Tradition zurück und war die erste Einrichtung für Kinderbetreuung in Hüttlingen. Er befindet sich zentral in der Nähe der Schule, der katholischen Bücherei und der Kirche. Der Garten wurde im Sommer 2016 mit Hilfe von Eltern, Großeltern und weiteren Helfern mit neuen Spielgeräten aufgewertet. Der Kindergarten St. Josef zeigt zusammen mit dem neu gegründeten Kindergarten St. Ida, was wirkliches Handwerk ist. Mit Sägern, Müllern und Bauern stellen sie unter Beweis, dass die Arbeit zwar hart ist, aber dennoch auch Spaß macht. Als nächstes sehen wir die katholische Kirchengemeinde. Im letzten Jahr feierte die katholische Kirchengemeinde das 100-jährige Bestehen der Heiligkreuzkirche. Kindergarten befindet sich im Gebäude der Limeshalle, direkt neben der Alemannenschule. Der Garten mit seinem großen, schönen Baumhaus wurde 2011 mit Hilfe von der Kindergarten St. Franziskus zeigt uns, wie es einst im Kindergarten zuging und was man damals alles gemacht hat vor der Zeit der Digitalisierung. Thank you.
Als nächstes sehen wir die Dorfgemeinschaft Sulzdorf. Eine bewegte Vergangenheit liegt der Dorfgemeinschaft Sulzdorf zugrunde. Hiermit zu tun hat die Sulzdorfer Johanneskapelle. Bereits 1417 wurde sie geweiht. Im Jahr 1700 trugen vogelische Maurer die mittlerweile baufällige Kapelle ab. Bis 1710 dauerte es dann, bis sie wieder aufgebaut war. 1978 gründeten die Sulzdorfer die Kapellenpflegegruppe, die 2003 überging in den Dorfgemeinschaftsverein. Jener hat sich nicht nur der Forderung der Dorfgemeinschaft und der Pflege der gemeinschaftlichen Anlagen und Kapellen verschrieben, sondern auch der Jugendarbeit, der Kultur, dem Sport und der Ausrichtung des jährlichen. Als nächstes sehen wir die Kita Kocherwichten. Die Kocherwichten gibt es seit 11 Jahren. Es ist eine kleine, familiäre Kita mit einer altersgemischten Gruppe von 15 Kindern in einem Alter zwischen momentan 1 und 5 Jahren. Für die Kids ab 3,5 Jahren gibt es jeden Donnerstag den Waldtag. Jahr 1921 zählt um die 40 aktive Musiker und bietet durch ihr breites Repertoire aus. Als nächstes sehen wir die Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel e.V. Die Wischauer Sprachinsel lag zwischen Brünn und Olmütz in Mähren, heute Tschechien. Sie wurde jahrhundertelang von Deutschen bewohnt. Aufgrund der Vertreibung im Jahre 1946 2000 wurde der Verein umbenannt in Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel e.V. Ja, vorhin war zu viel Platz dazwischen, jetzt geht Schlag auf Schlag. Als nächstes sehen wir die Heimatliebe Niederalfingen. Der Verein Heimatliebe wurde 1919 als Junggesellenverein von den Heimkehrern des Ersten Weltkrieges gegründet. Er gestaltete das Dorfgeschehen mit vorbildlich gelösten Gemeinschaftsaufgaben mit und gab den Menschen Heimat und Orientierung. Die Durchführung kultureller Veranstaltungen, Brauchtums- und Heimatpflege waren Schwerpunkt des Vereins. Heute umfasst der Verein rund 260 Mitglieder und ist weiterhin maßgeblich am Dorfleben in Niederalfingen beteiligt. 5 große historische Burgfeste wurden auf der Burg veranstaltet und jeweils die historischen Gewänder angelehnt an die Fugger- und Hornheimer Zeit dazu geschneidert. Diese tragen sie auch heute am Umzug. Im Jahr 1539 ließ Walter von Hornheim für die Vögte der Burg unser vom Kleingebäude erbauen. Nach der Renovierung im Jahr 1977 bildeten sich die Interessengemeinschaft Heimatmuseum im Vogteigebäude. Die meisten von ihnen sind ebenfalls Mitglieder des Vereins Heimatliebe. Sehen wir die Kindertagesstätte St. Martin. Kindertagesstätte St. Martin handelt es sich um eine dreigruppige Einrichtung mit 75 Plätzen für 2- bis 6-jährige Kinder. St. Martin ist als Bewegungskita durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Ebenso hat er eine Kooperation mit der Hochschule Aalen, mit dem Explorino aus der kleinen Forscher. St. Martin teilt heute nicht den Mantel, dafür ist es ja auch viel zu warm, sondern der Kindergarten zeigt heute, dass die Igel unterwegs sind. Ein Zusammenhang mit dem Spitznamen der Gemeinde Hüttingen darf vermutet werden.
Sind wir die Original-Muff-Igel aus Hüttlingen. Nach den kleinen Igeln kommen wir nun zu den Original-Muff-Igeln. Die Gruppe besteht seit dem Fasching 2003 und hat derzeit 25 Mitglieder. Die Truppe hat zwar eine längere Pause eingelegt, jetzt zur 1000-Jahr-Feier wollten sie es sich nicht nehmen lassen, um dabei zu sein. Die Kostüme wurden von den Mitgliedern alles selbst genäht. Seien es die Hosen, die Oberteile oder aber der Latz mit dem Original-Muff-Igel aus Hüttlingen. Zu einem Muff-Igel gehört selbstverständlich auch ein Muff. Diesen haben die Mitglieder so genäht, dass er nicht nur warm, sondern gibt, sondern auch als Tasche genutzt werden kann. Die Idee zu diesem Kostüm kam den Mitgliedern beim Besuch im Rathaus. Dort gab es diese possierlichen Tiere nämlich als das Ortsmaskenkostüm zu kaufen. Die lebensgroßen vor uns sind vom Kauf ausgeschlossen, wenngleich sie ebenfalls als knuffig anzusehen sind. Als nächstes sind wir im schwäbischen Albverein Ortsgruppe Hüttlingen. Die Ortsgruppe Hüttlingen wurde 1896 gegründet. Von 24 bis 34 gab es leider keine Nachweise. Sie ist seit dem Schuljahr 13/14 Gemeinschaftsschule. Das heißt, der Primärbereich ist durchgehend dreizügig und die Sekundarstufe zweizügig. Die Klassenstufen 5 bis 10 sind als gebundene Ganztagsschule an 3 Tagen organisiert. Das Lehrerkollegium umfasst aktuell 50 Lehrkräfte aus allen Schularten, die rund 500 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Angeführt wird die Gruppe durch die Schulleitung und die Schulbänden im Schulsong Genau meine Schule. Danach folgen dann die einzelnen Klassenstufen von Klassenstufe 1 bis 9. Die Klassenstufe 10 ist nicht beim Umzug dabei, da sie sich mitten in den Abschlussprüfungen befinden und sich momentan noch auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten. Die einzelnen Gruppen und Klassenstufen der Alemannenschule präsentieren einen bunten Querschnitt von Themen rund um Hüttlingen und den Schulalltag. Als erstes sehen wir die Damengruppe 1. Sie machen einen Muff-Igel-Lauf. Also es gibt es nicht nur Samstag hier mit großen Preisen, sondern es gibt es auch von der Schule. Zeigt uns Schule früher, heute und morgen.
zeigt uns eine tierisch-musikalische Alemannenschule. Ich glaube, das bestimmt Nachwuchs oder Musik frei und vorbei. Die Lerngruppen 5 und 6 zeigen uns die Geschichte in Kooperation mit dem Lohnliebes Museum Aalen. Die zwei Lerngruppen zeigen uns, dass Geschichte nicht nur was Trockenes sein kann, sondern dass Geschichte auch was sein kann zum Anfassen. Von Hüttlinger Persönlichkeiten. Die Lerngruppe 9 mit den AG-Schülerinnen und Schülern zeigen die Bike-AG. Ich denke mir, da kommen ganz viele Kilometer vor der Stadtrat zusammen. Die Gemeinde wird sich darüber sicherlich sehr freuen. Dass es in der Schule nicht nur um Mathe, Deutsch und so weiter geht, sondern dass man sich dort auch sportlich betätigt. Auch wenn nicht jedes Mal der Korb getroffen wird. Aber das lernt man noch. Thank you.
5.6 zeigt uns die Geschichte der Kooperation. Im Jahre 1979 fand sich eine Gruppe von Fußballbegeisterten mit dem Ziel zusammen, Spaß und Freude an dieser wunderbaren Sportart zu haben. Geboren war der BSC Niederhalfingen. Als nächstes sehen wir die Chorfreunde Hüttingen. Kaiser Heinrich II. Gibt sich nach 1000 Jahren erneut die Ehre und zieht mit Reiter, Rittern, nebst Gefolge nach Hüttingen, um der Gemeinde und ihrer Majestät Frau Rettenmeier seine besten Wünsche und Glückwünsche zu diesem Jubiläum auszusprechen. Die Chorfreunde Hüttingen sind ein Verein, welcher aktuell rund 310 Mitglieder hat und sich, wie der Name schon vermuten lässt, der Chormusik widmet. Aber wer glaubt, dass die Chorfreunde nur alte Schinken singen, der liegt gänzlich falsch. Der Stammchor singt zum Beispiel auch Lieder wie Music von John Miles oder Chorbrenner-Hits aus Schlager Metallica zum Besten gegeben. Der Verein ist aber nicht nur gesanglich tätig, auch die Theaterbühne ist aus dem Alltag der Chorfreunde nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr am ersten Adventswochenende stellen die Bretterwanzen ihr Können unter Beweis. Dieses Jahr wird ihnen die Geschichte, wie die Hüttinger zu ihrem Namen Muffin kamen, auf unterhaltsame Weise näher gebracht. Die Chorfreunde können, wie der Musikverein Hüttingen auch, nächstes Jahr auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Auch hier ist für nächstes Jahr einiges geplant. Als nächstes sehen wir die Gartenfreunde Hüttingen e.V. Der Verein wurde 1946 gegründet. Sinn und Zweck des Vereins waren damals die Sammelbestellungen für Samen und Stecklinge. Den Anbau von Gemüse und Obst zu organisieren, war ebenfalls Aufgabe des Vereins. In der Nachkriegszeit entstanden erste Kleingärten in den Kocherwiesen, bevor die Anlage in Roggenbühl und später die Anlage in den Eichen folgte. Der damalige Bürgermeister Inste betonte an der Jahreshauptversammlung im Jahre 2021, dass gärtnerische Tätigkeiten und die biologische Anbauweise in seien. Als Gartenfreunde haben sie grüne Oasen in unsere Gemeinde geschaffen, gratulierte er zu den Gartenanlagen Roggenbühl und Eichen und sprach seine Anerkennung aus. Die Gartenfreunde veranstalten jedes Jahr das Rettichfest in Roggenbühl. Ein Besuch am 6. und 7. Juli lohnt sich.
Als Gruppen sehen wir Sportvereinszentrum TSV Aktivum, dann die Abteilung Badminton, gefolgt von der Abteilung Fußballer und an der Ehrentribüne gerade zu sehen die Abteilung Handball. Nach dem Motto, Sport für alle ist im TSV Hüttlingen jeder herzlich willkommen. Angeführt wird die Gruppe, man sieht es, vom Hüttlinger Maskottchen, das da heißt Muffi. Den Namen hat das Maskottchen natürlich nicht davon, weil es immer muffig gelaunt oder gar einen schlechten Geruch an sich hat. In der Abteilung Snow and Beach sieht man auch, für was man eigentlich alte Skier gebrauchen kann. Da sieht man gleich, woran es wirklich geht, nicht um Skifahrer, sondern um ein gutes Schnapsbrett rauszumachen. Super Sache. Denkt beim Volleyballspiel dran, dass es kein Sandplatz ist, so tut's weh. Als nächstes sehen wir Avanti-Show-Gruppe, die tolle Hebefiguren und so weiter zeigt. Immer wieder schön, euch zuzusehen. Wir haben unseren Gemeinderat und unsere Ehrenmitglieder verabschieden und wünschen noch viel Spaß auf dem Fest. Thank you.
Geschichte Alex. Die Kantspitze Alex. Somit ist unser Umzug zum 1000-jährigen Jubiläum Hüttlingens zu Ende.